Dass ein neues Auto aus dem Hause BMW ein kleines i im Namen trägt, ist nicht gerade eine Überraschung. Aber dass dieses kleine i vor der Ziffer steht, deutet schon auf etwas Besonderes hin. BMW i heißt die neue Untermarke der Münchner, die für Autos mit Elektroantrieb steht. Der i3 und der i8 sind derzeit noch Konzeptfahrzeuge. Aber BMW hat bereits bestätigt, dass sie in 2 Jahren auf den Markt kommen sollen. Der i3 ist aus der Studie des Megacity Vehicle hervorgegangen. Damit will man die mobilen Bedürfnisse von Menschen abdecken, die in Großstädten unterwegs sind. Mit seinem 170 PS starken Elektromotor darf er sich aber ruhig über die Stadtgrenzen hinauswagen. Seine Reichweite soll bei 160 Kilometern liegen. Wem das noch nicht reicht, der findet auch in der Aufpreisliste etwas Neues, einen Range Extender. Das ist ein kleiner Benzinmotor, der das Auto nicht antreibt, sondern nur als Generator Strom liefert. Genau das Prinzip, das Opel bereits beim Ampera anwendet, um so auf größere Reichweiten zu kommen. Neu ist auch, dass die Karosserie aus Kohlefaser besteht. Dieser Werkstoff ist äußerst leicht, dafür aber stabiler als Stahl. Weil diese Technologie aber aufwendig und deshalb entsprechend teuer ist, kommt sie derzeit nur beim Bau von Supersportwagen wie dem Lamborghini Aventador oder reinrassigen Rennwagen zum Einsatz. Der i8 ist ein Sportwagen mit ca. 350 PS und einem Durchschnittsverbrauch von unter 3 Liter. BMW hat mit der Vision Efficient Dynamics getauften Studie bereits gezeigt, dass im Elektrozeitalter auch Sportwagen ihren Platz haben werden. Der i8 basiert weitestgehend auf dieser Studie. Der Plug-in-Hybrid beschleunigt dank 550 Newtonmeter in 4,6 Sekunden auf Landstraßentempo. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h abgeregelt. Die Vorderachse wird vom Elektromotor angetrieben, hinten sorgt der aufgeladene 1,5 Liter Dreizylinder für Vortrieb. BMW i geht nicht nur in Sachen Antrieb neue Wege und das Design ist passend futuristisch, auch Umwelt-, Navigations- sowie Mobilitätskonzepte wollen die Münchner neu definieren. Neu ist auch, dass die verwendeten Materialien beider Autos zum großen Teil aus Naturfasern oder wiederverwendetem Kunststoff bestehen soll. Dass es das alles nicht zum Schnäppchenpreis geben dürfte, ist bereits klar. Aber da man auf öko- und technikbewusste Kunden setzt, dürfte das wohl das geringste Problem sein.